Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. Wir spielen heute mit den Parthern gegen die Seleukiden. Und wir spielen jetzt gegen... Also ich spiele jetzt zum zweiten Mal gegen den gleichen Gegner. Er hatte vorher die Römer. Und ja, ich benutze dieselbe Aufstellung wie beim letzten Mal. Viermal Schockkavallerie, zweimal Nahkampfkavallerie, viermal brittene Bogenschützen, zweimal Elefanten. Und ja, Hopliten und Steinschleuderer. Ich habe jetzt rein gar nichts geändert, er wird meine Aufstellung also kennen. Ich drücke mal jetzt hier erstmal auf Gefecht starten. Wir haben hier eine ziemlich flache Karte und ja, schauen wir mal rein. Er hatte eben gerade als... Okay, sehr interessant. Er hat zweimal Streitwagen. Gepanzerte indische Elefanten, hellenische Kataphrakte. Und Schildträger. Okay, das ist gar keine so schlechte Auswahl. Vorhin hatte er nämlich nur Infanterie gehabt. Dadurch konnte ich ihn relativ leicht besiegen, auch wenn es ein bisschen knifflig war. Jetzt hat er sich mehr angepasst. Und das wird auf jeden Fall schwierig werden. Allerdings ist jetzt sein riesiger Schwachpunkt, dass er fast keine Fernkämpfe hat. Ich werde jetzt also erstmal versuchen, seine Elefanten in Rage zu versetzen. Ich komme erstmal frontal um, damit es nicht so offensichtlich ist, was ich mache. Er hat schwere Bogenschützen, aber gegen... Ich glaube, vor denen muss ich mich jetzt nicht so fürchten. So. Meine Kavallerie sollte nicht allzu weit entfernt sein. Was haben wir hier? Agema Kavallerie, okay. Ja, seine Elefanten sind jetzt etwas zu gut geschützt. Ja, ich fürchte mich ein bisschen vor den Streitwagen. Ich will... Ich will aber jetzt gern seine Elefanten angreifen. Ich darf nicht zu viel riskieren, weil die Elefanten werde ich möglicherweise so oder so bekommen. Ja, jetzt kann ich ein paar saubere Schüsse landen. Mit Feuerpfeilen, das sollte ganz gut werden. Ich glaube, das hat er jetzt... Er hat wahrscheinlich nicht dran gedacht. So, und schon wird es zu gefährlich. Jetzt haue ich am besten ab. Die brauchen echt schon ein paar Schüsse, um Amok zu laufen, im Gegensatz zu anderen Elefanten. So, kommen wir hier mal mit den Hopliten an. Okay, er greift an. Oh, das wird... Ich glaube, das wird gefährlich werden. Das wird gefährlich. Ich habe hier drüben nicht genug Feuerkraft. Nicht genug Männer. Und hier kommen jetzt auch noch die Streitwagen. Okay, das... Das sieht sehr übel aus. Das sieht sehr übel aus. Ich muss jetzt hier die Streitwagen bekommen. Ich glaube, die Infanterie kann ich jetzt sowieso ganz vergessen. Ich habe hier noch die Elefanten. Und ich muss seine Elefanten jetzt... Jetzt muss ich seine Elefanten ausschalten. So, okay, es sieht noch in Ordnung aus. So, hier schnell meine Infanterie raus. Ja doch, sieht aber ganz in Ordnung aus. Ich glaube, wir können gewinnen. Ich glaube, die Elefanten machen den Unterschied. Und seine Elefanten laufen jetzt Amok, sehr gut. Dann können wir jetzt auf normale Munition setzen, hier voll drauf feuern. So, seine Leute werden jetzt beschäftigt. Die Elefanten sind auch weg. Sind fast weg. 8 von 18. Die Steinschleuderer feuern jetzt auch noch schön drauf. Da drüben kommen die Streitwagen, aber die kommen zu spät.
Ich muss jetzt hier die restlichen Kataphrakte erledigen. Mittrampeln. So. Streitwagen können ja gegen Kavallerie eigentlich so gut wie gar nichts ausrichten. Ja, sehr schön. Hier sind noch 40 übrig, das könnte gefährlich sein, aber... Ja, sehr gut. Okay, jetzt ziehe ich mich hier lieber zurück. Hier drüben gehe ich mal auf seine Bogenschützen, die er komplett vergessen hat. Er macht jetzt den Fehler, dass er sich wieder zurückzieht. Das wird mir Zeit geben, um mich neu zu formieren. Und ihn komplett zu erledigen. Und diese Kataphrakte müssen jetzt endlich fallen. Ja, das war's. Hier kann er nicht mehr gewinnen. Es war auf jeden Fall sehr knapp. Aber er hat nicht gut genug auf seine Bogenschützen aufgepasst. Sehr schön. Ja, das war's dann auch. Ich werde jetzt einfach mit den Fernkämpfern vorrücken. Und am besten auch mit den Elefanten. Ihr seht, ich habe keinen einzigen Elefanten verloren. Elefanten sind wirklich sehr mächtig. Ich glaube, die wurden mit dem Patch noch besser gemacht. Habe ich jedenfalls gehört. Ich werde da jetzt einfach direkt mit meinen Elefanten reinlaufen. Also er kann sich da hinstellen, wie er will. Wenn ihn meine Bogenschützen nicht schon vorher vernichtet haben. Einfach immer schön in den Rücken schießen. Und wie sieht's mit Ausdauer aus? Sehr gut. Dann greifen wir mal direkt an. Selbst wenn sie es nicht schaffen, dann sollte es auf jeden Fall schön anzusehen sein. Wie sieht's hier aus mit Ausdauer? Nicht so gut. Macht nichts, wir greifen trotzdem an. Wie sieht's aus? Na, die Schildträger sind schon hartnäckig, sind ja auch Elite-Truppen. So, ich werde sie jetzt ein bisschen aufmischen. So, jetzt. Ups. Ah, verdammt, ich wollte jetzt hier schön den Filmmodus einsetzen, aber. War ein kleiner Fail. Ja, trotzdem hier, die Elefanten machen kurzen Prozess. Wir kommen auf die zweiten. Und. Ja. Ihr seht, die ersten Truppen fliehen schon. Ich glaube, die Elefanten sind wirklich ein bisschen zu stark geworden mit dem neuen Patch. Hier nochmal Trampeln aktivieren. Huch, da klingelt das Telefon. Haben wir ausgemacht. Okay, da hat das Telefon geklingelt. Ja. Gucken wir uns mal die Statistik an. Ja, ihr seht, es war sehr knapp. Allerdings hat er halt weniger Truppen als ich gehabt, dadurch, dass er wirklich auf Elite gesetzt hat. Ich glaube, statt der Schildträger hätte er auch irgendwie normale Hopliten nehmen können, die hätten es auch getan. Dadurch sind meine 600, ja, sind seine 600 Verluste natürlich viel verheerender als meine. Und ja, woran lag's? Also, ich denke, meine Kavallerie hatte links auf jeden Fall die Überhand durch die Elefanten. Und seine Elefanten konnte er natürlich nicht einsetzen, aber gegen Briten im Bogenschützen kann man seine Elefanten einfach nicht verteidigen. Also, das geht kaum. Man müsste sie erstmal ausschalten. Was er nicht konnte, dadurch, dass er eigentlich kaum Fernkämpfer hatte. Die Streitwagen waren ganz in Ordnung, aber Streitwagen können mehr ausrichten. Ich glaube, ich habe da rechtzeitig meine Kavallerie dazwischen geschickt. Ansonsten, ja. Ich denke, er hat auch beim letzten Mal nur Infanterie gehabt. Er hat nicht, seine Armeen sind nicht ausgewogen genug. Gegen Parther muss man erstens viele Fernkämpfer haben, am besten Steinschleuderer. Viele Hopliten, um diese Steinschleuderer auch zu beschützen. Starke Kavallerie, um die gegnerische Kavallerie festzunageln. Und man muss auf jeden Fall auch was gegen die Elefanten haben. Und dann sollte es eigentlich auch klappen. Naja, also ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Online-Schlacht. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.